So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 4, genau, falsch rum, egal. Im letzten Mal haben wir die sechste Welt fast fertig gemacht und jetzt nur noch das Schloss. Und das werden wir schaffen, Fun Fact, krass, ne? Ich hoffe, dass wir es schaffen. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir in diesem Part in die siebte Welt kommen, das hoffe ich. Und dann haben wir noch zwei Welten vor uns, die siebte und die achte Welt. Und ich weiß nicht, wie die siebte Welt aussieht, genau wie ich nicht weiß, wie die achte Welt aussieht. Das macht mir Sorgen. Also das wird ab dahin denn sehr, sehr, sehr blind. Oh man, oh man, oh man. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich will diese Musik mal vermissen wieder. Ohne Scheiß, ich vermisse sie. Ich glaube, wir spielen mal so mal Land wieder. Also so mal 3D-Land. Da gibt es ja diese Schlösser auch. Also die Luftschiffe. Das ist ja ziemlich angelehnt an dieses Spiel hier. Sollte ich mal wieder runnen, auf jeden Fall. Mal schauen, was ich das mal wieder mache, die Tage. Im Moment spiele ich ja sogar mal Sunshine im Stream. Und Pokémon X. Ja, eine Wonderlock und Sunshine halt im 70er durch. Weil ich mich nicht mehr traue bei Sunshine. Fun Fact, normal, oder? Ich spiele es blind. Da traut man sich wirklich nicht mehr in dem Spiel. Das ist wohl ganz normal. Aber es macht Spaß. Also Sunshine ist nicht so kacke, wie ich erwartet habe. Muss ich zugeben. Das hätte ich kacke. Ich hätte gedacht, dass es beschissener wäre als das, wie ich es jetzt gespielt habe. Gut, es sind halt schon zwei Streams gewesen, die ich jetzt für das Spiel gebraucht habe. Aber so ist das, ne? Wenn es blind. Wenn man es wirklich komplett. Oh fuck. Wenn es komplett blind. Alter, als ob! Wenn es. Genau. Richtig. Wenn es komplett blind spielt, ist es halt nicht so leicht. Das ist leider so. Shit. Haben wir irgendwelche Items noch? Ich glaube nicht, ne? Doch. Geil. Tanuki-Anzug. Dann nutzen wir den Tanuki-Anzug und werden das Level jetzt rocken. So, Fun Fact, wir werden es schaffen. Ach ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht. Es ist jetzt kein wirklich Kackspiel, aber die Steuerung. Die Steuerung bei Super Mario Sunshine, ey, kommt. Die ist so Cancer. Man kann nicht mal treten, komm. Man kann nicht mal in Luft treten, bei Mario 64. Please, warum? Das ist doch ein Scheiß. Weg. Oh, okay, stimmt. Mal runter, B-Drück, machen wir das. Ich finde das ein bisschen doof, weil das macht das Spiel echt unnormal schwerer, als dass es sein sollte. Denn sonst ist Sunshine echt ein schönes Spiel. Die Ideen von den Level her sind nicht schlecht. Die Aufgaben sind auch nicht so kacke, wie ich gedacht habe. Gut, es wiederholt sich wirklich teilweise echt viel mit den Münzen zum Beispiel. Rote Münzen gibt es da zum Sammeln wieder. Und auch die 100 Münzen. Das habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal gemacht und das war beim Hauptplatz, wo ich die gesammelt hatte. Aber ansonsten ist es wie gesagt kein schlechtes Spiel. Es gibt auch Yoshi da. Geil, ne? Man kann Yoshi da bewegen. Ich glaube, es ist ein 3D-Mario mal wieder, wo es das schon. Ich glaube, es ist das erste 3D-Mario, wo man Yoshi bewegen, also wirklich bewegen kann. Das meine ich jetzt. Also, dass man Yoshi treffen kann, konnte man ja SM64 schon. Kam Super Mario 64 DS eigentlich vor dem Spiel raus oder nach dem Spiel? Weil ich habe Tracks schon gehört, die beim DS-Teil bei SM64 DS rauskamen. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott, aufpassen. Ich muss aufpassen, dann muss er erstmal herkommen. Ja, gut, jetzt haben wir Tanuki verloren. Fast egal. Egal, 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 ich treffe jetzt. So, das war's. Gut. Gar nicht schwer, ich danach raus, ich weiß es nicht. Also, Sunshine kam 2003 raus? Ich bin mir nicht sicher, das war ja zu GameCube. Ja, ist klar, GameCube-Zeit, logisch, ergibt Sinn. Aber, ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, ein schönes Spiel. Wie gesagt, ich hätte gedacht, das wäre schlechter. Es ist besser als gedacht. Aber es betrifft trotzdem noch nicht SM64. SM64 werde ich trotzdem mal wieder spielen. Vielleicht sogar heute, nachher. Im Stream. Wenn ich streamen werde heute. Ich arbeite nachher bis 19:30, deswegen könnte das knapp werden. Ich habe letztes Mal etwas später gestreamt. Ich wollte mal wieder ein bisschen früher, dass es nicht in die Mitten in die Nacht denke. Ich habe gestern bis 2 gestreamt. Also 2 Uhr nachts, ne? Ne, nicht 2 Uhr mittags, 2 Uhr nachts. Und das ist halt doch recht anstrengend. Gott, was ist das für eine Welt, ey? Siebte Welt, genau. Oh Gott, was ist das hier? Noch rein, ne? Okay. Ich ahne, okay, weil ich weiß genau, worauf das hinauslaufen wird hier. Aufrühren, mal wieder. Haben wir nicht so ein Level schon mal gehabt? Ich hab die Erinnerung, dass wir so ein Level schon mal hatten. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, ey. Die kommen ja raus hier, what the hell? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir so ein Level schon mal hatten. Stimmt das? Keine Pilze, gar nichts. What the fuck? Nichts. Keine Items. Okay, hier wieder runter. Toll. Toll, Paddy. Das ergab Sinn. Oh mein Gott. Gott, ey. Ich dachte, ich sterbe jetzt, ey. Wuhu.
Ich bin noch nicht gestorben, weil ich es drauf habe. Oh mein. Kannst du mal weggehen? Ich wollte gerade sagen, jetzt springst du im falschen Moment und stirbst deswegen. Aber nichts passiert, zum Glück. Oh mein Gott, ey. Oh, passen denn hier. Ich wusste, dass er irgendwo ein Pilz sein wird, aber es. Das war dumm. Das war dumm. Haben wir irgendwelche Items noch? Hammerbruder, Froschanzug. Okay. Lassen wir es. Ohne Item da rein. Scheiß drauf. Kriegen wir auch so hin. Kriegen wir auch so hin. Bisschen doof, dass am Anfang kein Item ist. Das macht das Level unnötig schwer gerade, muss ich sagen. Ich würde gerne in die Röhre mal reingehen, um zu sehen, wo wir dann. Ach, hier kommen wir hier vorne raus. Direkt bei dem hier. Bei der Pflanze. So. Jo, was gibt's sonst Neues? Ja, leider nicht viel, ne? Das Übliche. Man kennt's. Das, man kennt es. Das ist das übliche Wesen hier eines Let's Players, der sich wieder treffen lässt. Von der scheiß Cooper, von dem Cooper-Panzer. Warte mal. Guck mal, wo kommt man hier raus? Erst will ich gucken. Vielleicht kriegen wir ein Item. Das wäre wunderbar. Zum Beispiel eine Feuerblume wäre gar nicht so kacke. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss das Level erschaffen, um ins Haus zu kommen. Das ist doof. Das ist echt very doof. Fun Fact. Ich hasse das Level jetzt schon. Okay, ich sollte aufhören damit. Genau, wie ich mir andere Sachen abgewöhnen sollte wieder. Ich sollte mal wieder ein bisschen mehr runnen. Also SM64 zum Beispiel. Auf 3D-Land. Mal ein bisschen Sachen wieder machen, die ich mal früher gemacht hatte. Jetzt im Moment nicht so wiederholen wollte, weil ich ja letztes Mal nicht so gut drauf war, deswegen. Aber das werden wir wieder machen. Auf jeden Fall. Muss halt den Zeitpunkt auch kommen für. Das denke ich mal, wird auch wieder sein. Geh rein da, danke. Dass wir heute, also ich heute nicht streamen werde. Also ich sag mal so, ich werde jetzt erstmal Pokémon beenden. Wenn ich jetzt Pokémon natürlich beende, es kommt ein bisschen auch da drauf an. So, das werden wir so machen und den Pilz so sammeln, weil sonst sterbe ich gleich wieder. So, da hoch. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier noch erwartet. Ich ahne Tod. Tod. Okay, ich will da hoch, danke. So viele fucking Blumen. Lecken sie mich am Arsch, Blume. Okay, dann muss ich mal kurz gucken. Okay, so kann man es abkürzen auf jeden Fall. Okay, wir haben's. Außer jetzt kommt noch eine Blume und fickt mich, aber ne, alles gut. Alles gut, wir haben's. Gut, das Level haben wir dann geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siebte Welt, yay, siebte Welt, hi. Wir rasten aus, alle. Wir rasten alle instant aus wegen der geilen siebten Welt, ey. Kann mir nichts Geileres vorstellen, ey. Warum sind hier so viele Röhren? Oh nein, eine Wüste. Uah. Ernsthaft? Ich habe irgendwie sowas geahnt, dass er ein Pilz ist. Aber ich hatte irgendwie auch gedacht, dass wir ihn später erst finden. Das war so klar. Da, 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 dam. Ja. Da hatte ich Angst, tatsächlich, muss ich sagen. Warte mal, ich mal kurz gucken. Wir kommen mal rein. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt noch viel weniger Sinn hier. Wo führt mich das denn hier? Ja, guck mal, was mich hier führt. Für Münzen. Das ist ja nett. Ich dachte, kann man die mitnehmen hier? Kann man erst mal mit 3 noch nicht den Schalter mitnehmen? Natürlich kommt man das, oder? Als ob der nicht da rauskommt. Mario, sie Idiot. Ah. Mario, sie Idiot. Was machen sie denn hier? Schlecht bezahlter Job, oder was? Please, ey. Ernsthaft. Ja, genau, das ist doch so eine Angewohnheit, ey. Ich verstehe nicht, wo ich das mir aufgegriffen habe. Okay, hier werden wir. Ja, war klar. Das war klar. Okay, ein bisschen aufpassen. Hier sind überall diese Blöcke drinne. Da müssen wir nicht rüber gleich. Okay, hier müssen wir wieder hoch. War das hier? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war hier. Es war hier. Okay. Sehr schön. Ich habe Angst vor dem Level. Ich habe Angst vor dem Level. Oh mein Gott, ich habe echt Angst. Alter, als ob wir so viel Feuerblumen sind. Was läuft hier ab in dem Scheiß auf? Das ist jetzt mir wurscht. Mir egal, hacken sie mich am Arsch. Oh Gott, das ist nicht... Ich habe Angst. Ich bin auch ein Idiot. Ich bin ein Idiot, warum laufe ich zurück? So, von der oben kam er, ne? Laufen wir kurz mal hier lang. Ich muss mal kurz mal gucken, wie wir zu der Röhre kommen.
Mit dem Pilz, damit wir ein Item bekommen würden. Da sind wir. Gut. Das war der Plan sogar. Tatsächlich war das der Plan. Na okay, Folge muss auch gehen. Dam, dam, da, 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 dam, dum, dum, da, 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 dum. Und wir zurück. Fun Fact, wir werden nicht viele Level heute schaffen. Ist mir so aufgefallen, dass wir weniger Level pro Part jetzt schaffen inzwischen. Aber ich sagte ja auch, bis zur sechsten Welt, oder bis zu diesem Punkt hier, also in Mitte sechste Welt, ist es für mich nicht ganz blind gewesen. Aber ab dann ist es komplett blind. Wie jetzt zum Beispiel, die Level kenne ich jetzt gar nicht. War das ja natürlich gleich wesentlich angenehmer, wenn man das Level nicht kennt. Wesentlich geiler. Ui, okay. War nicht der Plan, aber egal. Wir killen jetzt erstmal. Koopa, geh's mal kaputt, danke. Voll verstehe. Ich mache das ganze Ding auf zu jetzt hier, weil ich keinen Bock habe, wieder runterzufallen. Habe ich keinen Bock drauf. Geil. Ach ja, Leute. Ansonsten habt ihr ja hoffentlich einen schönen Tag heute. Ich nicht. Ich muss nämlich bald arbeiten. Keine Lust, ey. Ihr glaubt nicht, wie wenig Lust ich heute habe. Ihr glaubt nicht, wie wenig Lust ich habe. Das ist unglaublich heute. Aber das Fun Fact, ich habe bald Urlaub. Dann habe ich wieder genügend Zeit zum gar nichts. Scheiße. Lass mich da durch. Danke. Habe ich ja genügend Zeit zum, ja, zu gammeln halt, ne? Das Übliche. Nichts tun. Aber wenn ich nicht, krieg Besuch. Ja, und das Übliche halt, was man so halt macht. Zocken. Aufnehmen, streamen. Ich denke mal, wir werden viel streamen in der Zeit. Das könnte sein. Das wäre echt viel streamen, wenn auch. Könnte passieren. Hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ich würde mal jetzt versuchen anzugewöhnen, dass ich die Ankündigung auch bei YouTube hochlade. Ich habe es die letzten beide Mal jetzt geschafft. Aber ihr würdet jetzt nicht darauf geben, dass ich es immer schaffe. Denn letztes Mal war es auch super knapp, dass ich das... Oh nein, 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 nein. Ach, als ob. Dass ich das jetzt immer schaffe. Denn das war wirklich super knapp. Ich habe das Video letztes Mal. Also das von gestern vom Stream. Das habe ich, glaube ich, 10 Minuten bevor das Stream losging, hochgeladen. Als ob hier keine Items sind. What the hell? Oh mein Gott, ich wollte gerade rutschen. Da habe ich mir gedacht, so, never, das tust du nicht. Du bist ein Idiot, wenn du das tust. Ich würde gerne... Ist jetzt egal, ich werde eh eine Feuerblume haben. Ja, toll. Toll! Toll! Ey, das ist ein P-Switch. Den will ich aktivieren mal. Oh, come on! Alles nur nicht sterben jetzt. Alles nur nicht sterben jetzt. Oh, Gott, ey. Das war knapp, ey. Das war knapp. Ich bin ab und zu einfach durchgelaufen. Einfach unter durch und so. Okay. Und vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. So. Ich weiß nicht, wo der Pilz ist, ehrlich nicht. Ein Ab. Wow. Wow, einen Ab haben wir bekommen. Da weiß ich auch nicht. Leute, haben wir nur einen Ab bekommen. Na gut, was soll's. Was soll's? Dann gehen wir erstmal in die Welt hier. Okay, was wäre das? Das wäre kackig jetzt. Ja, war klar. Ich krieg das nicht hin. Ich kriege das hier einfach nicht hin. Warum? Warum? Was ist los mit mir? Was läuft bei mir ab? Ich kriege das nicht hin. Ich habe keinen Plan. Warum? Ach nee, schon wieder Untergrund. Noch nicht Untergrund, sogar Wasser. Ein Wasserscrolling-Level. Ach du Scheiße. Und dann. Oh, nicht. Nee, nee. Oh, was will der denn? Okay, wir werden sterben. Okay, ich lebe noch. Aber jetzt nicht mehr. Scheiße. Ja, ich dachte, wir sterben. Und ich hab's auch richtig gedacht. Oh Gott, wir werden unseren Stern hier nutzen. Den erstmal wieder. Und. Nee, noch nicht. Ich wollte die Froschanzug nutzen, das werden wir jetzt noch nicht machen. Denn wir werden es ohne probieren. Der Anfang ist so ein bisschen nervig hier. Ich würde gerne bis zu dem Item auf jeden Fall kommen. Geh weg. Okay, jetzt nämlich einen Pilz und den haben wir jetzt. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Puh, diese Fische, ey. Was ist los, ey? Was ist los bei euch, ey? Was ist das für ein Level hier? Oh nein, nicht, auch nicht die Bertha. Hallo, Bertha. Das Ding heißt Big Bertha übrigens, Fun Fact. Habe ich nachgeschaut mit dem einen Part. Den zweiten Part, glaube ich. Da habe ich nachgeschaut, wie das Ding als ob mich das Ding trifft, ey. Habe ich geschaut, wie das Ding heißt. Oh mein Gott, als ob das Ding mir der stimmt, ey. What the hell, ey. Ist doch bei dir falsch, ey. Wenn ich jetzt hier sterbe, werde ich definitiv den Froschanzug benutzen. Oh Gott, das ist für ein Level, ey. Und nicht noch eine. Oh, ich will weg hier. Das Level ist Schrott. Ich hasse Wasserlevel. Und der hat auch noch ein Squalling-Wasserlevel, ey. Weißt du, das macht es nicht viel besser gerade. Als ob, ey. Als ob. Als ob ich mich treffen lasse. Na gut. Dann werden wir den Froschanzug nutzen. Aber keine Verwandlung. Also kein Stern. Das werden wir ohne machen.
So. Okay, wir schwimmen so nur mit dem Steuerkreuz. Das ist wesentlich angenehmer als mit anderen Loken. Mit hier, na. Mit. Toll, mir fällt das Wort nicht ein mit A. Ah, ich raste aus, ey. Wow. Scheiße. Das Level fickt mich. Gut, mal ist das 5. Level. Dann komme ich zum Tophaus und kann mir ein Item gönnen. Ich ahne, dass das Level nicht viel besser wird. Hm, ist auch wieder Grund. Underground. Das ist ein Schloss Underground hier. Was ist das denn jetzt hier? What the hell? Was ist das denn jetzt hier? Das ist unlogisch. Na, unlogisch nicht, aber komisch. Strange. Sehr mysteriös, muss ich sagen. Ja, weg da. Okay, hier ist nichts. Schade. Ich habe irgendwie erwartet, dass ein Item ist. Aber ich habe mich geirrt. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Was ist los bei mir heute? Heute hat ein Wurm drin und Scheiß. Heute spiel ich echt schlecht. Heute spiel ich echt schlecht. Man kann aber nicht immer gut sein, ne? Man kann nicht immer... Oh, das war knapp. Man kann nicht immer gut sein, das ist halt die Sache. Man muss auch Tage haben, wo man echt scheiße spielt. Das ist einfach so. Keine Items. So, nichts, 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 nichts. Nervig sind diese Bomben jetzt direkt. Vor allen Dingen würde ich gerne wissen, was da oben drin ist. So, weg mit dem Scheiß. So, tschüss. Haben wir, ne? Gut. Oh Gott, was ist da denn jetzt hier? Geh mal weg. Da, komm ich da hoch, okay. Pilz drin, bitte. Pilz, bitte, Pilz, bitte, Pilz. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist da kein Pilz drin, ne? Ich glaube, ich bin falsch hier. Na, what? Nicht? What? Ich habe keine Ahnung, wie das Level funktioniert. Ich muss zugeben, ich habe keinen Plan, wie dieses Level funktioniert. Ich glaube, das merkt man mir auch ein bisschen. Minimal. Na, stirb mal wieder. Danke. Ich glaube, der kommt wieder. Kommt nicht wieder. Okay. Ich dachte, er kommt echt wieder. Hab ich jetzt mit... Also, ich hab echt gerechnet, dass er wiederkommt. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Oh nein, da komme ich nicht um lang. Nein, scheiße. Lass mich hoch da. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ist das der richtige Weg? Das ist der weiteste rechte Weg, den es hier gibt jetzt gerade. Okay, müssen wir nochmal dahin. Aber es macht nichts. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. So. Ich würde trotzdem gerne einmal kurz den killen. Ich hab Angst, ey. Das Level macht mir Angst. Minimal macht's mir Angst. So, dann wieder hier rein. Das Level ist komisch, muss ich zugeben. Also ist es jetzt kein Kack-Level unbedingt. Ist aber auch ein bisschen, ne? Ah, wir haben es geschafft. Cool. So, gut. Gut. Wow. Wow. Das Level war kompliziert, muss ich zugeben. Aber kompliziert, also nicht kacke kompliziert, es war halt kompliziert. Definitiv kompliziert, ne? Aber. Oh, wir haben Froschanzug. Nein. Nein, ein Froschanzug schon wieder. Ich raste aus. Okay, wir werden das Level jetzt mal probieren. Dass wir das 4. Level auch noch in dem Party schaffen. Das wäre ganz geil. Fun Fact, ich nutze noch einen Stern. Ich nutze beides Stern und Froschanzug. Denn ich habe keinen Bock, am Anfang wieder drauf zu gehen. Ja, gut, das war der Plan tatsächlich. Fun Fact, das ist nicht ganz richtig. Ich hatte schon vor, mir zu überlegen, ob ich den wirklich Opfer für die Feuerblume. Denn das macht das Leben hier doch ein bisschen leichter. Aber ich... Nein, 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 das lässt schön bleiben. Aber so sollten wir es jetzt schaffen, das Level. Ich hoffe es, ey. Zumindest haben wir diesen bekloppten Typ nicht mehr in uns. Das heißt, wir können hier ganz in Ruhe durchschwimmen erstmal. Bis zu dem Punkt, wo dieser Arschloch wieder kommt. Was ja jeder Moment sein müsste, meiner Erinnerung nach. Ah. Nein! Oh nein! Oh nein, ich hier. Als ob ich mich treffen... Oh, ich verkacke das Level wieder. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ja, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, wir sterben. Ich sehe es kommen, wir sterben. Und da kommt noch so... Ich raste aus, ey. Dieses Level, ey. Boah, ist das Level eklig. Kommen wir hier hin? Zum 6. Ende, oder? Okay, das Level ist... Also das Wasserlevel ist echt nicht leicht. Ich hasse das Level jetzt. Alter, dass ich nicht da reinkomme, ey. Wo bin ich denn? Da.
What? Was soll denn Sinn hier, ey? Na gut, Leute. Würde ich sagen, wir beenden den Part jetzt hier an dieser Stelle. Und im nächsten Part werden wir dann weiter mit dem vierten Level machen. Bis nächsten Mal. Und ciao.